So, wieder los. Ich komme zurück zu einem wunderbaren weiteren Video zu Need for Speed Unbound und dem wohl lustigsten und momentan unterhaltsamsten Multiplayer-Modus aller Rennspiele. Ja, das hau ich jetzt einfach mal frech so raus, weil ich es eindeutig der Meinung bin. Nämlich zu den neuen Link-Ups in Need for Speed Unbound. Ich habe es euch schon im Preview gezeigt, wir haben es ein bisschen im Stream gespielt. Und was soll ich ehrlicherweise sagen? Ich kann nicht wirklich genug davon bekommen. Ich habe so einen Spaß an diesem Modus. Es ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Also, es ist ultra, ultra unterhaltsam. Und deswegen kann ich mir. Wir müssen da noch mal ein bisschen reingehen, wir müssen noch ein bisschen runter zocken, wir müssen noch ein bisschen ja, den Link-Up-Modus mitnehmen. Und deswegen sind wir hier gerade. Und ihr seht, du hast 12 von 16 Leute. Ich habe gedacht, der Preview macht schon lange, aber oh ja, dieser Modus lebt eindeutig davon, den mit vielen, vielen Leuten zu spielen und vor allem Leute zu takedown und getakedown zu werden. Es ist ein Fest, gegenseitig Leute in die Fresse zu polieren. Macht wunderbar Spaß. Nein, also dieser Modus lebt wirklich davon, viele Leute hier zu haben, weil mehr Leute, gleich mehr Cops, gleich mehr Spaß, gleich mehr Chaos. Es ist eine wunderbare Party. Also wie gesagt, es macht einfach unfassbar viel Bock und der Multiplayer von Need for Speed Unbound ist momentan einfach insane. Ich bin einfach insane begeistert, ob ich Link-Up spiele, ob ich die Drift-Event spiele, ob ich Rampage spiele. Ich habe momentan einfach so Bock an diesen Multiplayer und dank dem Speedpass habe ich ja auch eben ja noch ein Level-System, was mich motiviert, weil ich dafür was bekomme, wenn ich hier ein bisschen Arbeit reinstecke. Also Chapeau. Chapeau an Criterion Games. Erstmal hätte, glaube ich, mit dem Modus hier niemand gerechnet, sind wir ehrlich. Und niemand hätte auch gerechnet, nach Update 2, das Update 3 oder Volume 3 so rein scheppert. Also wirklich, Chapeau, macht Bock, spielt sich gut. Bisher keinen Stress hier auf den Servern gehabt. Also wirklich meinen größten Respekt für den Games. Kuss geht raus. Die Jungs und Mädels wissen immer noch, wie Multiplayer funktioniert. Und das ist ziemlich, ziemlich nice. Ja, wir brauchen nicht drüber reden, dass die 16 Spieler zu wenig sind. Ich glaube, die Diskussion brauchen wir jetzt nicht nochmal führen. Da müssen wir nochmal gesondert irgendwann drüber reden, aber das Spiel bräuchte mehr Spieler. 16 Spieler auf einem Server ist bescheuert. Oder getrennt, so wie bei 2015 Need for Speed, wo man Playlists hatte und Open World rumfahren konnte. Oder wie The Crew und Forza, wo halt nicht alle Spieler da gezeigt werden, aber mehr Leute auf dem Server sind und. Es gäbe sehr viele Möglichkeiten, ja, dafür zu sorgen, dass sowohl Link-Ups in Zukunft auch voll bleiben, weil natürlich sind sie jetzt voll, wir haben Release-Zeitraum, die Leute wollen den neuen Modus zocken und den Lowhead freischalten unter anderem. Aber natürlich auch die Rennplaylisten mal voll wären oder sowas. Aber wie gesagt, ich hoffe sehr, dass Criterion Games drüber nachdenkt, irgendwas an den Spielerzahlen oder am Serversystem zu ändern. Keine Ahnung wie, weiß ich nicht. Das überlasse ich den Jungs mir, das ist deren Gusto, aber da muss was passieren, weil sie momentan sich selbst ein Bein stellen, weil die Modi machen aufgrund der Spielerzahlen Bock, Rennen machen Bock, wenn die voll sind, wenn alle Spieler dabei sind. Aber das aktuelle Serversystem steht dem Ganzen selbst im Weg, weil der Spielspaß und die Events selber sind nicht das Problem. Er spielt sich alles geil. Das Problem, wie gesagt, ist momentan halt einfach, ja, eben das Serversystem, was das Ganze eben ja, unnötig doper macht, als es sein müsste, gewissermaßen. Aber, wie gesagt, das wissen wir ja. Ich hoffe, Criterion Games weiß auch. Ich hoffe, sie arbeiten dran. Es wäre super, super froh, weil, wie gesagt, aktuell muss ich sagen, Unbound ist für mich so die geilste Multiplayer-Experience, die ich aktuell in Rennspielen so habe. Klar, Sim-Racing-Games, bla bla, aber ich habe an Unbound einfach so viel Spaß. Es ist wirklich insane. Weil, wie gesagt, ich fahre gerne die Rennen, ich fahre gerne die Drift-Events, ich fahre die Link-Ups gerne. Und, wie gesagt, jetzt mit dem neuen Speedpass habe ich auch irgendwie so mehr Progression-System dahinter, also wenn jetzt auch die Spielerzahlen stimmen, oh Junge, dann wird das hier eine solide Nummer, würde ich sagen. Und was keine solide Nummer war, war auf jeden Fall unsere Teamleistung hier. 2 von 4 Runden nur abgeschlossen. Oh Leute, also Leute, das war peinlich. Wir sind alle entsetzt. Vor allem ich bin entsetzt. Ich war sicher, oh, 40k gibt es. Na gut, 40k, stimmt besser als nichts. Vor allem auf Stufe 3 mache ich hier mal ganz schnell die Liege. Ja, auf Stufe, bei der letzten Runde gibt es ja dann Stufe 5 Verfolgungsjagd. Man muss fairerweise sagen, das klingt so hart, wie ist es aber nicht, weil, naja, Stufe 5 Verfolgungsjagd mit mehreren Leuten zusammen in der Reihe macht Sinn, aber wir hauen ja alle in alle Himmelsrichtungen ab und, naja, das Kopfsystem an Baum brauchen wir nicht überreden, ist jetzt nicht so geil, dass es 20 verschiedene Racer in 20 Himmelsrichtungen verfolgen kann. Dementsprechend fahr einfach in die Richtung, wo nicht alle Cops hinfahren und du hast einen schönen Tag. Das ist ein, es ist, wie es ist. Also, ja. Und dann nimmst du hier entspannt die Kohle mit. Ja, einfach das Geld mitnehmen, die Respektpunkte mitnehmen, ihr wisst, wie es läuft. Und das machen wir jetzt hier gerade auch mal. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal ein weiteres Link-Up rein, weil ich hab Bock drauf. Oh, da kommt jemand. Hoppala. Ja, bitte. Ja, bums. Wunderbar. Ja, ah, die Karre ist gerade nicht ab. Ja, wunderbar. Ja, da vorne ist ein Fluchtpunkt, aber ich glaube, das wird kein geben. Na doch, ist abgebogen. Okay, gut, dann, das meine ich ja. Die Jungs und Mädels sind überfordert mit der Gesamtzahl an Spielern, die dann vor denen abhauen. Weil, wie gesagt, es sind ein paar. Vor allem waren es bei uns über 10 Leute, die jetzt gerade von den Cops verfolgt werden. Und ich brauche euch dann nicht die mathematische Rechnung aufgeben, ob das Cops-System, was am Bound hat, damit aufgeht. Da kommt der nächste, Mann, Alter. Ich will doch einfach nur entkommen, Mama.
Ich will doch einfach den Kopf. Dann machen wir den Motor gerade aus. Komm, dann machen wir hier mal ein bisschen den ökonomischen. Ich habe auch hier wieder den V8 natürlich auf der PS5 reingeschmissen. Aber den Wagen jetzt, wie ihr vielleicht gesehen habt, vollkommen in die Driftrichtung geschmissen. So, wir gehen mal ganz kurz zum Haus zurück, weil wir haben, glaube ich, ein Level-Up gemacht. Man braucht nämlich 10.000 XP pro Level-Up im Speedpass. Und Papa hat, glaube ich, ja gerade, haben wir gerade, wir haben kein Level-Up gemacht. Ne? Wir haben zu wenig XP bekommen. Wir haben kein Level-Up gemacht. Wir haben ja nur Stufe 2 geschafft. Aber haben wir Level-Up bekommen? Ne, wir haben... Ja, ne, knapp nicht, schade. Falls sich jemand fragt, warum ist dieser Dude ausgezogen? Es ist fucking warm, ich kann es ihm verstehen. Ich würde ja auch Oberkörper freisetzen, aber es tut sich keiner an. Es ist irgendein Bug. Also, mein Kollege hat sich nach einem der Link-Ups einfach entschieden, so, Bro, ich ziehe jetzt T-Shirt aus, ich kann auch meinen Charakter nicht ändern. Keine Ahnung, den Bug gab es schon vorher mal. Keine Ahnung, warum der jetzt wieder da ist. Ich hoffe, da kommt fix. Die PS5-Version hat noch so ein paar kleine Problemchen. Aber wie gesagt, Multiplayer-Technik spielt sich alles gut. Das sind so Probleme, die halt rein optisch sind im Hintergrund. Also, alles cool. Ich würde sagen, wir warten mal kurz, ob das nächste Link-Up aufgetaucht ist. Wörter. Und dann machen wir noch eine Runde. So, die nächste Link-Up-Zone ist gerade aufgetaucht, meine lieben Damen und Peoples. Und das heißt natürlich, wir werden unseren wunderbaren DeLorean-Arsch mal ganz kurz dahin bewegen. Und mal jetzt mal gucken, dass wir jetzt noch Stufe 4 schaffen. Also das ist ja wohl verpflichtend hier. Obwohl das erstaunlich schwierig ist. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Stufe 4 schaffen so schwer ist. Aber umso mehr Spieler dabei sind, umso mehr müssen die Leute auch wirklich zusammenarbeiten. Weil das skaliert. Umso mehr Spieler mitspielen oder Link abfahren wollen, umso mehr muss auch gemacht werden. Wenn 10 Leute da sind, muss mehr gesprungen werden als bei 5 Leuten. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn alle wirklich an dem Strang ziehen und auch springen und dies und das. Und naja. Und sich nicht gegenseitig die Karre fahren und die Cops eigentlich das Leben zur Hölle machen. Es gibt so ein paar Hindernisse, wie es vielleicht aufgefallen ist. Aber na gut, so, wir sind am wunderbaren City Pier. Schöne Zone, schönes Gebiet, was Vanilla im Spiel ja gar nicht groß genutzt worden ist. Also hier dieses ganze Baustellengebiet wird ja im ganzen Game kaum genutzt, außer für, glaube ich, Takeover-Event. Und ja, ich finde es schön, dass solche Zonen auch jetzt ihren Nutzen bekommen haben. Ne, die 7 Zonen, die sie für die Link-Ups genommen haben, haben jetzt auch endlich, sagen wir mal, vernünftige Zweck und werden auch mal besucht, weil sie sind schön und geil designt und war schade, dass man das einfach im Spiel sich die Entwickler gedacht hat, so, man, da haben uns echt Mühe gegeben. Das sollte absolut niemand sehen. Also das ist eine Sache, das würde ich gar keinem zeigen. Nicht mal meinen besten Freunden. Auf gar keinen Fall. Das sollten wir niemandem zeigen. Niemand sollte jemals diese Zone sich begutachten. Maximal im Affekt, im Unfall, aber niemals absichtlich. Also was sollen die Leute denn denken? Wir haben eine schöne Baustelle gemacht da. Denke ich doch so, also haben die sonst zu viel Freizeit? Genau das wird es genau gewesen sein. Ich habe nur den Gedanken zu Fangetang jetzt gerade nachgezogen. Aber dann haben die Familienmitglieder gesagt, zeig mal, und haben die gedacht, so, Digga, was ein geiler Scheiß, zeig den Leuten doch mal deine coole, geile Baustelle. Und jetzt sehen wir die coole, geile Baustelle. Und die macht für so einen Spielmodus halt auch unfassbar viel Fun, muss man fairerweise sagen. Diese Scheißsprünge sind echt kacke, man springt immer über die Fässer, das ist dumm. Baustelle ist doch beschissen, die sollen sich hier Baustelle sonst wohin schieben. Können sie behalten, die Baustelle. So, perfekt sprechen hier. Das sind die Truth-Speaken. Sagt dir sonst keiner. Alter, was fehlt? Wie viel fehlt uns jetzt noch? Das kann nicht sein. Ja, ich wollte schon gerade sagen. Ah, noch mehr fassen. Okay. Noch mehr fassen. Noch mehr treffen. Ich wollte Fässer sagen und dann wollte ich Treffen sagen und am Ende was fassen. Vielleicht fasst du einen, sag ich dir. So. Jetzt mal wieder ein paar Objekte zerstören und ein bisschen driften. Wir sind schon wieder 8 Leute. Man muss wirklich sagen, mit so vielen Leuten ist das wirklich absolut unterhaltsam. Es ist wirklich insane, wie viel Spaß das macht. Einfach hier rumzuhämmern und in diesem Bereich halt Mist zu bauen. Und ich hätte erst gedacht, dieses Statische, dass wir halt nur in einer Zone bleiben, das ist nicht so geil, weil Forza hat ja das Ganze meist wandert. Aber ich bin ehrlich, dadurch sind die Gebiete schön dafür gestaltet und bieten halt viele Möglichkeiten. Und ist es halt wirklich alles vollkommen nutzbar. Du hast Sprungmöglichkeiten, du hast Sachen, wo Objekte stehen und also... Das macht schon Sinn so und ist voll, finde ich auch vollkommen fein so, weil ja die spielerische Abwechslung aufgrund der verschiedenen Aufgaben, die man in den Events hat, ja schön hervorkommt. Also dementsprechend bin ich damit vollkommen zufrieden und umso höhere Runden wir haben, umso mehr kommen hier die Cops dabei, die muss man sagen, auch das Ganze deutlich nochmal anheben. Also wenn die dabei sind, hat man hier wirklich einen heiden Spaß dran, muss ich einfach sagen. Also das ist schon sehr geil. Langsam fahren wir diese Tonnen, bringen so mit am meisten Progress da oben. Deswegen nehmen wir die natürlich mal schön mit, meine lieben Damen. So, einmal hier reingeschmissen, den DeLorean. 100% Drift ist schon eine sehr nice Sache. Auch wenn ich andere Autos habe, die mit 100% Drift besser zu fahren sind als der DeLorean, muss ich fair sein. Der ist wirklich so ein Auto. Ich weiß nicht, was er hat, aber er könnte auch Kit heißen und Eigenleben haben. Oder Turby, keine Ahnung. Der Wagen ist so ein bisschen wirklich. Der macht einfach, worauf er Bock hat.
Komm damit klar, oder? Das ist ja nicht sein Scheißproblem. Wir haben es gleich. Ja, wir brauchen aber ein bisschen lange hier gerade für die erste Runde. Also ich will da keinem zu nahe treten, aber unser Team ist scheiße. Aber ich will es nicht persönlich sein, außer dass alle nichts drauf haben. Ich hoffe, die nehmen das nicht persönlich, die Loser. Ja, danke, Digga. Da siehst du 18%, richtige Kings hier. So, hallo! Bruder, es ist die nächste Runde, jetzt entspann dich, weil du kannst gleich wieder eingreifen. So, benutzt die Nitro, fahre du schnell durch die Speedwebs. Die sind, glaube ich, hauptsächlich hier um den Main Pier drumherum. Au. Das Gute ist, ich habe mir bei dem Wagen extra Nitro für Driften eingepackt. Also diesen Nitro extra, wo du extra Nitro bekommst. Driften und Sprünge. Weil du springst hier viel, du driftest hier viel, heißt, du kriegst auf jeden Fall dadurch eine gute Menge Bonus Nitro zusammen, was sich ja lohnt, weil das wollen wir ja haben. Wir wollen ja das gute Nitro, weil es gibt ja viele Aufgaben mit Nitro. Also ein Fahrzeug, was gut driften kann und viel Nitro hat, macht hier auf jeden Fall am meisten Sinn, muss man fairerweise sagen, weil du driftest viel, du boostest viel. Das ist eigentlich die Beschreibung. Ich weiß nicht, was ich euch mehr gerade sagen wollte. Das ist Fakten, das war's. Du boostest viel und driftest viel. Springen tust du auch ab und an noch. Also ab und an noch ganz häufig eigentlich sogar. Oh, ja, 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 ja. Ein bisschen am Eingedrehen hier sein, ne? Weiß ich nicht, mein. So, Speedtrap haben wir gleich. Hilfe! Oh Gott, ja, ja, nicht darunter fallen. Das ist nass, das machen wir nicht. Stell mich bitte wieder hin. Ich würde gerne wieder Teil dieser Gruppe sein. So, sehr gut. Das geht auch gerade schon schneller. Fahre Drifts und Banaro und da steht Banaro-Unfälle. Was ich gemacht habe, ist ein Bodycheck mit der Mauer. Die hat mir darauf geantwortet, fuck you, das ist kein Banaro-Unfall. Wie wär's mit einem Überschlag, mein Liebster? Ja, weißt du? War schon geschehen. Konnte ich mich dann auch nicht mehr beschweren. So. Der Jump, der kommt jetzt wirklich hier drüber. Was macht. Ne, was macht. Keine Ahnung, was er macht. Er ist, ich glaube, selbst nicht so ganz über seine Gesamtsituation sicher. Rum, komm, nein, andere Richtung. Ja, ja, wunderbar. Ja, andere Richtung. Kaputter Kopf, den können wir nehmen. Kaputte Kopf funktioniert nicht auch dafür. Das ist sehr lustig nochmal. Also, Banaro-Unfälle könnt ihr auch mit kaputten Kopf machen. Oder ihr macht es einfach mit anderen Mitspielern. Da ist nur immer die Gefahr, dass man Head-On sich reinfährt. Weil ihr kennt das typische Ding, was man auf dem Bürgersteig hat, wenn man jemanden vorbeilassen müsste. Am Ende läuft man eh in dieselbe Richtung. Und das ist eigentlich hier auch immer der Fall. Du fährst nach rechts, dann fährt der andere nach links. So, das ist halt natürlich nicht vernünftig. Hopp, Ball einmal raus aus der Zone. Das ist nebenbei kein Problem, wenn ihr da reinfährst, habt ihr ganz normalen Score. Ihr seht ja, der weiße Balken ist ja mein Progress. Ich weiß gar nicht, wie lang. Ah, jetzt bin ich, glaube ich, im Sack. Wie lange man rausfahren muss, damit man nicht mehr Teil des Ganzen. Aber ich glaube, solange der, wie heißt der, wunderbare Link-Up läuft, könnt ihr auch jederzeit wieder rein. Also es gibt keinen, oh, du bist zu lange weg gewesen, verpiss dich. Du kriegst, glaube ich, weniger Geld, wenn du halt natürlich weniger Anteile in den Runden hast, aber rein theoretisch kannst du den Link-Up jederzeit wieder beijoinen. Da gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, kein Zeitlimit, außer der Link-Up ist halt vorbei, dann geht es natürlich nicht mehr. Das brauche ich euch aber natürlich nicht erklären, dass das ja da keinen Sinn macht. Gut. So, wir brauchen noch einen leicht. Holy shit, Alter! Kurzes Chiron bei der Windschutzscheibe abgefangen, man kennt es. Ah nein, es hat nicht gereicht. Ich glaube gar nicht, wie oft ich in der Preview diese Wand gebodycheckt habe. Es ist wirklich. Man überschätzt eindeutig seine Bremsanlage. Nicht so. Ich komme locker noch zum Stehen. Wenn ich da jetzt Fullsinn reingehe, komme ich locker noch zum Stehen. Komme ich auch, aber auf dem Dach halt meistens. So, finde die Lufttore. Das dürfte hier vorne sein. Über 161 km/h fahren. Lufttore sind hier vorne versteckt. Umso länger man natürlich, oder öfters man Link-Up spielt, umso mehr kennt man natürlich auch die verschiedenen Standorte, weil dann weiß man zumindest auch, wo Bären sind, da weiß man, wo die Lufttore sind, da weiß man, wo die, sagen wir mal, Ziele sind zum. Danke, Cop! Wo die Gates und die Blitzerdinger sind und. Also, wie gesagt, wenn man die ganzen Orte mal gefahren hat, die Sachen spawnen dann immer an denselben Stellen. Also, die Sachen zum Beispiel zerstören, die Bären und. Also dementsprechend, umso öfters man das jetzt hier gespielt hat, umso eher wird man da reinkommen und so leichter fallen die Events natürlich auch, weil man natürlich eben, ja wie gesagt, weiß, wo man zu suchen hat und weiß, was man zu tun hat vor allem auch. Weil es mir jetzt noch ein paar Mal aufgefallen ist, manche Leute noch sehr verplant, die durch die Gegend fahren und einfach keine Progression zustande kommt, weil die Leute nicht wissen, was sie machen sollen. Was vollkommen legitim ist, aber das ist natürlich damals noch nicht so hilfreich, wenn man 4 Runden schaffen möchte, weil verplant da in einem leider hier das Genick bricht. So viel Zeit hat man leider nicht. Brauchen noch ein Lufttor. Ach komm, Alter, ist aber hier. Oh, Junge. Zimperlich, wollte ich gerade sagen, aber er war sogar nicht zimperlich. So, heben mit einem 4 Reifen und nutzt den Windschatten von einem anderen Spieler.
Da kann man theoretisch das Chatrad für super nutzen, weil da gibt es nämlich den Sachen mir nach. Aber das hat in der Preview geklappt. Weil ich natürlich alle wissen, worauf ich hinaus möchte in dem Moment. Aber nicht hier so ganz. Das Coole, ich nutze sonst meist einfach mal die Cops. Auf die kann man sich verlassen. Den Kopf nimmt den Spieler verfolgt, einfach den Kopf hinterher, weil den juckt ja nicht, was du machst. Dementsprechend, ich guck mal gerade, hier haben wir ein paar Spieler. Jetzt mal gucken, ob wir vielleicht hinkriegen, dass ich Windschatten fahren kann. Ja, das geht überhaupt nicht auf. Super. Jeder fährt gerade sein eigenes Ding. Und solche Challenges sind dann leider, die einem das Genick brechen, weil wir da halt viel zu viel Zeit brauchen, obwohl diese Challenge eigentlich, wie gesagt, super schnell machbar ist. Also, wer das mit Freunden zusammen spielt, kriegst du die Challenge super schnell hin. Will mal jemand nach? Komm. Ich fahr ihm hinterher. Nicht abbiegen, Digga! Wir brauchen Windschatten, Mann, Alter! Oh, es ist wirklich... Ah, da unten fahren sie Windschatten, oder? Fahren die jetzt Windschatten oder fahren die einfach zufällig ineinander? Nein, nein, nicht abbiegen! Oh, Mann, Alter! Fahren sie mir hinterher! Ich fahr dir hinterher auch, okay. Okay, oh nein, fahr! Oh, Bruder! Weil ich dem Kopf doch raus nicht rein! Mann! Egal, jetzt kriegen wir es hin. Die Leute wissen, worauf sie hinaus müssen. Ja, sehr gut. Die Leute haben es verstanden. So, Nitro und Kopf ausschalten. Sorry, Digga, ich schubse dich mal ins Meer. Man sieht sich. Ah, fuck, nicht getroffen. Danke, Digga. Das war jetzt mal ein Move, wo ein Gegner mich, ein Mitspieler, Gegner vor allem, Mitspieler mich gerammt hat, das auch wirklich effizient was zur Challenge beigetragen hat. So, jetzt Kopf, den kriegen wir ja, denke ich mal, ganz gut hin gerade. Ich hab mal einen Mikroteil dran. Opa. Was haben wir denn? Da unten haben wir Cops. Wir brauchen noch ein paar Copper. Ein, zwei brauchen wir, glaube ich, noch. Dann ist hier Feierabend. Das Gute ist, Totalschaden ist in dem Modus nicht schlimm. Du respawnst einfach, wie ihr ja vielleicht schon gesehen habt. Wäre auch sonst schlimm, weil sonst würde es ja nicht die Kollision mit den Cops eingehen. Ja, kriegst halt Schaden, aber der ist irrelevant. Ja, das war nicht so smart. Sorry, Kollege. Das war genau der Fehler mit, wir weichen links, rechts aus. Am Ende weiche ich keiner in alle Richtungen. Also jetzt kriegen wir den scheiß Kopf nicht, das gibt's nicht. Gut, sehr gut. Geht doch. So, Runde 3 haben wir, letzte Runde. Komm, bauen wir das, Leute. Jetzt müssen wir, jetzt wird hier angepackt. Okay, springen sollen wir. Ah, nicht ins Wasser. Oh Gott, tschüss. Bei Nahunfälle Nitro. Okay, die erste Phase ist auf jeden Fall locker machbar. Sorry, das war ein Bananenfall, kein Vollunfall. Boah. Hier haben wir noch einen Sprung. Oh, mehr oder weniger. Oh, aua. Wie man den Sprung jetzt hier genau mit Mauern und so zu treffen. Da habe ich so ein Ding für. Muss ja auch irgendwer muss es ja machen. Komm, wir müssen die erste Phase schneller fertig kriegen. Man muss nämlich sagen, wir stehen zwar 4 Minuten, aber Runde 4 braucht wirklich seine Zeit, weil du dreimal Phasen hast mit jeweils 3 Aufgaben und die jeweils auch gar nicht mal so wenig Zeit brauchen. Das muss man leider so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Weil, wie gesagt, die Sprungaufgaben finde ich persönlich dauern sehr lange. Also, sobald man viele Leute hat, wir sind jetzt insgesamt 13 von 16 Leuten auf dem Server hier gerade in dieser wunderbaren Link-Up-Runde. Yo! Braucht das wirklich eine gute Weile, da braucht man dann wirklich gut Zeit für. So, wo ich einmal zerstört, seht ihr einfach respawnen. Boah, da geht's! Weiter ist es! Oh, wir haben's gleich. So, einmal hier und dann einmal nochmal schönen Sprung. Schalte Kopf aus, 161 km/h und Driftsfahrt, okay. Einmal die Geschwindigkeitssache. Kopfs macht man einfach passiv, wenn man eh gerade dabei ist und die einem aus Versehen vor die Karre fahren. Gucken wir es mal so rum aus. Hoppala. Oh shit. Ja, okay, da konnte ich nichts machen. Der kam mal auf mich zugedriftet. Mehr als stehen bleiben und zugucken kann ich da nicht mehr. Hopp. Ich sehe gerade wenig Kopfs. Also in Klammern hier sind gerade gar keinen. Wow, das war schon derselbe 30 wieder und ich will ihn doch gar nicht rammen. Ah! Okay, die Cops kommen wieder hier zu. Sehr gut, da ist einer. Hätte ich gerade mal rammen sollen, scheiße. Da können wir die anderen sich hoffentlich drum. So,
So, driften müssen wir noch ein bisschen. Zielperson ist komplett unfähig. Oh ja, da steht die Korvette im Weg. Komm, wo ist noch einer? Okay, noch einen Kopf ausschalten müssen wir. Mach ich gerade mal schnell. Sehr gut. Puh, so. Nutze Windschatten, zertrümmere Fässer, Lufttore. Okay. Okay, okay, okay. Ah, zertrümmere Fässer beim Driften. Okay. Ich muss mal gerade um die Luft. Wörter. Wisst ihr, was ich meine? Am I white, Wörter. Am I white. Der Duden. Grammatik. Okay, das braucht alles ganz schön lange Zeit. 1 Minute 54 ist auch nicht mehr so viel Zeit, muss man fairerweise auch sagen. Ah, nein! Okay, es hat gezählt, glaube ich, trotzdem. Oh, Junge, den Chiron hat es aber weggewickelt. Ah, das Windschatten-Ding passiert wieder nicht. Nein, ist fast nicht getroffen. Ey, wie oft ich in dieser Wand wirklich sterbe. Das ist wirklich unverhältnismäßig oft. Ich habe ein eindeutig schlechtes Verhältnis, darüber ein schlechtes Verhältnis, wenn mein Auto einschlägt, man nicht. Oh Gott, komm. Müsst da mal durch, Digga. Oh, folge mir, komm Leute, wir brauchen. Ich brauche jemanden mit Windschatten, komm, 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 komm. Sehr gut, er spielt mit, guck mal. Ja, guck mal an, man kann Leute doch dazu überreden, dass es klappt. Komm, bleib dran. Oh, Junge! Okay, jetzt müssen wir die Fässer zertrümmern. Okay, 20 Sekunden noch, jetzt müssen wir mal Gas geben. Oh, es kann nicht sein, dass wir das hier nicht schaffen! Nein! Oh, ich quetsche hier mal an dieser Stelle. Komm, Leute, 10 Sekunden noch, das dumme Fässer. Das kann nicht sein. Wie können wir denn an den Fässern scheitern, Leute? Vamonos! Alter, echt jetzt! Oh, komm! Eins doch! Komm! Es hat ein Fass gefehlt. Es hat ein Fass gefehlt. Oh, aber der Bugatti-Fahrer, Chapeau an dich, falls du das hier siehst. Das ist Teamplay. Dankeschön fürs Mitarbeiten. Da hat jemand mitgedacht. Da hat jemand mitgedacht. Habt ihr das gesehen? Der ist schön. Ich folge mir und dann kam er angefahren, hat mir gefolgt. Dafür ist dieses Chatrad super gut für den Link-Up-Bonus, muss man sagen, ist ja wirklich insane gut, weil man sich ein bisschen kommunizieren kann. Oh Mann, Alter. Es hat wirklich an einem Fass gehalten. Naja, komm ich rum. Wir müssen auf jeden Fall irgendwann nochmal eine Folge machen, wo wir dann das komplett schaffen. Das ist auf jeden Fall safe. Also wir haben dann auf jeden Fall nochmal die Pflicht, nochmal eine Folge zu machen, wo wir das auf jeden Fall hinbekommen. Aber ihr seht, ne, wie gesagt, es klingt so, auch mal auf Stufe 3 hier, mal ganz kurz, Stufe 4 mal ganz kurz hier, normalerweise mal fertig hier, ganz easy going, ich mal ganz kurz nebenher. Ist gar nicht so leicht. Weil man muss sich eigentlich für die Aufgaben aufteilen, so ein bisschen. Aber na gut, immerhin, wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft, 75k gibt es trotzdem oben auf unserem Konto und Level Up in Speed Pass haben wir auch noch. Das ist fein, es ist okay, Leute, es ist in Ordnung. So. Zack, 14 Stufenaufstieg. Was gibt's denn da für Schönes? Oh, die Felgen sind nice. Oh, die Felgen sind echt nice. Ich weiß noch nicht, warum ich die jetzt so doppelt lange Zeit bekomme, aber die Felgen sind nice. Okay, gut. Aber, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ganz gerne noch einen Daumen da oben. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns im nächsten Video hier bei Need for Speed am Bauen wieder. Haut rein, bis dann und tschö, tschö. Clap the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put